Kapitel 2 und die ersten 4 Verse. Auf meinen Posten will ich treten und auf den Wahl mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Und der Herr erwiderte mir und sprach: Schreib das Gesicht auf, und zwar deutlich auf die Tafel, damit man es geläufig lesen kann. Denn das Gericht gilt erst für die festgesetzte Zeit und es strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird es. Es wird nicht ausbleiben. Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Der Gerechte aber wird durch den Glauben leben. Und dann möchte ich den Psalm 114 lesen. Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volk, das unverständlich redete, da würde Juda sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsbereich. Das Meer sah es und floh. Der Jordan wandte sich zurück. Die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie Lämmer. Was war mit dir, Meer, dass du flohst? Mit dir, Jordan, dass du dich zurückwendetest? Mit euch, Berge, dass ihr hüpft wie Widder? Mit euch, Hügel, dass ihr hupfet wie Lämmer. Erhebe von vor dem Herrn Erde, vor dem Gott Jakobs, der den Felsen verwandelte in einen Wasserteich, den Kieselfelsen in einen Wasserquell. Vor wenige Jahre zurück, eines Tages kamen Geschwister aus Italien und haben mir einen Poster gegeben. Und auf diesem Poster war ein Foto von dieser Titus-Arche in Rom. Bogen, ja. Triumphbogen. Ja, dann, ja, genau. Und da sieht man innerhalb diesem Bogen, die Sklaven, die jüdischen Sklaven, tragen die Menorah von Jerusalem nach Rom. Das wird sagen, es war das große Zeichen des Exils. Und auf diesem Poster hatten sie das negativ umgedreht. Und so gingen sie von Rom nach Jerusalem. Und unten war geschrieben: Wir bringen zurück die Menorah von Rom zu Jerusalem. Und Rom ist eigentlich für das jüdische Volk das Zeichen von Exil. Weil wir erinnern uns, dass die Römer die letzten waren, die Jerusalem völlig besiegt haben und haben auch den Tempel, den zweiten Tempel, völlig vernichtet und haben auch viele Menschen, man schätzt, über 1 Million umgebracht und haben auch die Sklaven
genommen die jüdischen Sklaven und haben sie nach Rom gebracht. So, es ist das Zeichen vom Exil für das jüdische Volk. Und jetzt, dieses Poster hatte eine andere Botschaft. Es war wieder eine Botschaft von einem Exodus, aber ein Exodus aus der Zerstreuung und dann ein Zurückkommen nach Jerusalem, nach Israel. Und der Leuchter, den wir hier sehen, der Leuchter ist ein ganz wichtiges Symbol. Es ist eigentlich das Symbol von Israel, noch viel mehr als der Davidstern. Und das Symbol von Israel, der Leuchter und die zwei Olivenzweige, und das kommt aus Zechariah Kapitel 4, und das ist zum Symbol von Israel geworden. Und deshalb wollen wir ein wenig die Menorah betrachten. Die Menorah hat Licht gegeben. Wir haben heute früh über das Licht gesungen. Im Tempel, im Heiligtum gab es die Menorah, also in der Stiftshütte gab es eine Menorah, im Salomonitischen Tempel gab es mehrere Menorah, die einfach das Heiligtum beleuchtet haben. Aber die Menorah ist auch ein Symbol für die sieben Geister Gottes. Und ja, es gibt einen Heiligen Geist, aber es hat sieben verschiedene Aspekte, und von denen können wir in Jesaja 11 lesen über die sieben Geister Gottes. Und das sehen wir auch in der Offenbarung, als Johannes hinaufkommt im Himmel, da sieht er auch die sieben Geister Gottes, so wie Fackeln sieht er sie. So dass die Menorah auch zu tun hat mit die Gegenwart Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Deshalb ist es ein ganz wichtiges Symbol, wenn wir denken, dass die Menorah zurückkommt nach Zion, nach Jerusalem. In unserer Gemeinde haben wir schon seit, dass die Gemeinde entstanden ist, immer eine Menorah auf den Tisch, und es wird beleuchtet mit Olivenöl. Und das machen wir schon alle diese Jahre. Die Gemeinde besteht schon 27 Jahre. Die ganze Zeit haben wir immer die Menorah da. Es ist ein Symbol, dass die Herrlichkeit Gottes zurückkommt nach Jerusalem. Und das ist auch eine gewaltige Verheißung. Das Thema in der Bibel vom Exodus und Hineinkommen oder Zurückkommen ist ein ganz zentrales Thema. Normalerweise, wenn wir denken über den Exodus, denken wir über den großen Exodus von Ägypten, als das Volk Israel befreit geworden ist und dann ausgezogen ist durch Mose und Aaron und sind in die Wüste hinein und zuletzt nach 40 Jahren heimgekommen in das Land Israel. Und das ist auch das zentrale Exodus im Alten Testament. Aber es ist auch wichtig, dass wir begreifen, dass es mehrere Exoduses in der Bibel gibt und dass Exodus, der Auszug oder Herauskommen, ein ganz wichtiger Weg ist, wie Gott seinen Plan in Erfüllung bringt. Und ich denke, es kam mir, es ist interessant, ich war in Deutschland und ich musste auch in eine Gemeinde sprechen. Und dann am Abend dachte ich, ich weiß eigentlich nicht, welchen Thema, über was ich reden soll am nächsten Tag. Und es machte mir ein bisschen Not, aber man muss immer im Glauben stehen und vertrauen, dass Gott einem das Richtige gibt. Und in der Früh, als ich aufgestanden bin, bekam ich das Wort Exodus. Und ich hatte noch nie einen ganzen Vortrag gehalten über dieses Thema.
Aber ich habe verstanden, dass es ein ganz wichtiges und zentrales Thema ist in der Schrift. Und ich glaube auch für die Endzeit. Auch wenn vieles uns ganz verborgen ist, dass Gott uns noch nicht offenbart hat, denke ich, dass das ein Schlüsselwort sein wird für uns in die Endzeit. Aber ich möchte zuerst manches in der Schrift betrachten. Der erste Exodus, das eigentlich ein negativer Exodus war, wir lesen darüber im 1. Mosebuch in Kapitel 3 und Vers 24, als Adam und Eva den Garten von Eden mussten verlassen. Es war eine Strafe, es war Gericht Gottes, weil sie nicht gehorsam waren, weil sie einen anderen Weg gegangen sind und haben eine andere Stimme gehört, die nicht die Stimme Gottes war. Und so mussten sie heraus. Es war ein negativer Exodus hinein in die Welt, wie wir sie heute kennen. Aber es gibt eine ganze Zahl von anderen Exoduses, die mit etwas Positives zu tun haben, auch wenn sie auch mit Gericht zu tun haben. Der zweite große Exodus, von dem wir lesen in der Schrift, ist in der Zeit von Noah geschehen. Weil wir erinnern uns, dass in einer ziemlich kurzen Zeit die ganze Erde ganz verdorben war. Und wenn ich die Geschichte Noahs lese, manches Mal denkt man, ah ja, das ist fast wie eine Geschichte für Kinder. Aber es ist nicht. Es ist eine Geschichte für uns alle und ich denke, auch für unsere Zeit ganz besonders. Weil das Verderbnis, das verbreitet sich so, so schnell. Und in der Zeit von Noah hat Gott nur diesen einen Mann gefunden, der Gunst gefunden hat in den Augen Gottes und seine Familie. Sonst war die ganze Menschheit völlig verdorben. Das hat sich ganz schnell entwickelt, aber Gott hat sich, auch wenn es ein ganz winziger Überrest war, mit diesem kleinen Überrest hat er angefangen, Heilsgeschichte zu machen. Aber es war ein Exodus. Und Noah musste die Asche vorbereiten und wir können uns vorstellen, dass in seiner Generation die Menschen, die ganz weit weg von Gott waren, dass sie ihm angeschaut haben und dachten, was macht er? Ich meine, er baut diese riesige Asche und wir sehen kein Wasser. Und was tut der? Und sie haben ihm sicher auch ausgelacht. Aber er hat die Stimme Gottes gehört und im Gehorsam hat er diese Arche gebaut. Und dann kam die Sintflut und dann kam das Gericht Gottes über die ganze Erde. Und es war fast, wie wir es im 1. Mosebuch lesen, ganz am Anfang mit der Schöpfung. Weil wir lesen am Anfang, alles war Tohu Wavohu. Und die ganze Erde war mit Wasser bedeckt, bis dass Gott Wasser und Land getrennt hat. Und so war es wieder in der Zeit von Noah. Es war wie ein ganz neuer Anfang. Nur der Mensch, auch wenn Noah ein Gerechter war, er war doch ein sündiger Mensch. So es war nicht ein völlig neuer Anfang, aber es war ein großer Anfang. Und es war ein Exodus heraus von einer Welt, die unter Gottes Gericht gekommen ist, hinein in eine Welt, die ganz neu war, kann man sagen. Nach der Sintflut fing die ganze Geschichte wieder neu an. So, das ist der zweite Exodus, von dem wir lesen. Und wir sehen, dass Gott handelte, man kann sagen, auf eine ganz radikale Weise, aber das ist sein Weg. Der Exodus ist einfach seinen Weg. Der dritte Exodus, von dem wir lesen, ist der Exodus von Abraham oder Avram, wie er damals hieß. Wir wissen nicht so viel über sein Leben in der Vorzeit, vor das Gott ihn gerufen hat, aber wir können uns vorstellen, dass er irgendwie verstanden hat, dass
alle diese Götter, die man angebetet hat, Kultur, wo er groß geworden ist, dass sie nicht wirklich den wahren Gott sind. Auch wenn er noch nicht gekannt hat, wer ist dieser Gott? Und dann ruft ihn Gott und sagt ihm, er soll sein Land verlassen, Lech Lecha Me'arzecha, seinen Geburtsort Me'moladitcha, sein Haus seines Vaters wie Beit Avicha, El Ha'aretz Asher Ar'eka, zu dem Land, das ich dir zeigen werde. Das wird sagen, er musste alles verlassen. Das ist schon nicht etwas Leichtes, wenn man alles verlassen muss. Familien, Geburtsort, Kultur, mit alles, was wir groß geworden sind. Gott sagt, verlasse es völlig. Zieh hinaus, nimm nichts mit dir und folge mir nach. Und er wusste eigentlich nicht, wo genau er hingehen soll. Der Herr sagte, ich werde dir zeigen, wo du hingehen sollst. So, das war ein ganz gewaltiger Exodus. Auch wenn es eine Person war, aber durch diese Person ist ein Volk entstanden. Durch sein Gehorsam ist ein neues Volk entstanden. Und das ist das erste Mal in der Bibel, wo Gott etwas tut, das mit einem Volk zu tun hat. Weil vorher gab es eine göttliche Linie, die mit Adam anfängt. Und es ist vielleicht wichtig, etwas über diese göttliche Linie zu sagen. Die göttliche Linie hat zu tun mit dem, dass wir lesen ganz am Anfang in der Bibel, dass Gott den Mensch in seinem Bilde geschaffen hat. Was bedeutet es, dass er uns in seinem Bilde geschaffen hat? Wir wissen, dass Jesus uns das wahre Bild Gottes offenbart. Er ist das Bild Gottes und wir sind in diesem Bild geschaffen. Das bedeutet nicht nur, dass wir ein Bild malen können, sondern vielmehr, dass der Mensch in seinem Wesen am Anfang, vor dass er gefallen ist in der Sünde, etwas ganz Ähnliches gehabt hat mit dem Schöpfer in seinem Wesen. Weil wir erinnern uns, er war ohne Sünde und hat sich überhaupt nicht geschämt, dass er keine Kleidung angehabt hat. Es war etwas ganz Reines. Er war ganz rein. Der Mensch war rein und war in eine ungebrochene Beziehung mit diesem einen Gott. Das ist das Wichtige, wenn wir denken über, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist. Es geht nicht zuerst um Intelligenz, auch wenn Gott der Mensch diese Gabe gegeben hat. Aber wir haben schon mehrmals in der Geschichte gesehen, Menschen, die hochintelligent sind, aber auch zur selben Zeit ganz teuflisch sind. Das haben wir bei den Nazis gesehen. Hochintelligent, alles ganz organisiert, aber rein teuflisch. So, im Bilde Gottes geschaffen meint das Wesen Gottes, dass der Mensch etwas vom Wesen Gottes bekommen hat und dass er in eine Beziehung, eine Vater-Sohn-Beziehung zu Gott steht. Das ist das ganz Besondere. Also mit dem Sündenfall hat der Mensch etwas verloren, vieles verloren, aber etwas ist doch zurückgeblieben, weil es gab wenige Menschen, die doch weiter in eine Beziehung zu Gott waren, die Gott gesucht haben. Wir erinnern uns, dass der Kain den Abel umgebracht hat, aber Gott hat Adam noch einen Sohn gegeben, mit Namen Seth, und er war im Bilde Adam und Adam war im Bilde Gottes. So diese göttliche Linie war bis zu dieser Zeit Noah eine ganz dünne, kleine Linie, aber sie ist die göttliche Linie. Noah war auch so ein Mann und Abraham ist auch in diese göttliche Linie. Und das ist das Besondere bei Abraham. Er ist noch einer, der in dieser Linie ist und er hört die Stimme Gottes. Das ist auch etwas, wir müssen ein wenig
darüber nachdenken, weil er hat diesen Gott zuerst nicht gekannt. Wir alle, wir gehören zu demselben Gott, und wenn wir vielleicht eine Frage haben, was die Stimme Gottes, die ich gehört habe, kann ich zu einem Bruder oder einer Schwester gehen, wir können beten, wir können suchen, um zu prüfen, was wirklich die Stimme Gottes, die ich gehört habe. Und das ist auch manches Mal gut zu tun, weil manches Mal ist es nicht die Stimme Gottes und wir denken, dass es ist. Aber bei Abraham, er hatte keinen. Er war ganz alleine. Und doch erkannte er die Stimme Gottes und hat diesen radikalen Schritt genommen im Gehorsam, hat alles verlassen und hat diesem Gott nachgefolgt. Und durch diesen einen Mann ist ein Volk entstanden. Und das hat zu tun mit diesem Exodus. Er ist herausgegangen, hat alles verlassen, so wie Gott ihm gesagt hat, hat den Herrn nachgefolgt, ist hineingekommen im Lande, das wir heute nennen, Land Israel. Und dort fängt Gott eine neue Geschichte an und durch ihn entsteht ein Volk. So dass wir wieder sehen, dass der Exodus der Weg Gottes ist in den Plan Gottes. Wir sehen es bei Jakob, nachdem er den Segen von seinem Vater bekommen hat, und wir kennen die Geschichte, und hat seinen Bruder Esau da betrogen, dass er muss fliehen, er muss weg. Und da gibt es wieder einen Exodus. Und später gibt es die Zeit in seinem Leben wieder, wenn er seinen Schwiegervater verlässt, nochmals einen Exodus und geht zurück im Lande Israel. Und dann am Ende seines Lebens, wenn er hört, dass Josef noch lebt, er dachte, Josef war tot. Weil wir erinnern uns, dass die Brüder dann diesen Mantel genommen haben und haben ein Tier geschlachtet und haben es ganz mit Blut bedeckt, haben es zu Jakob gebracht und haben gesagt, wir haben diesen Mantel gefunden. Und Jakob hat es angeschaut, hat erkannt, es ist der Mantel von Josef, und dachte, dass Josef war tot. Und dann ganz spät in seinem Leben erfahrt er, dass Josef lebt noch. Und er ist groß geworden in Ägypten. Und so verlässt Jakob das Land Israel, nochmals ein Exodus mit 70 Seelen. Es war noch nur eine kleine Sippe, 70 Menschen, und geht nach Ägypten. Und durch diesen Exodus entsteht ein Volk in Ägypten. Und wir erinnern uns, dass Israel zu ein Volk geworden ist in der Knechtschaft. Und das ist ein ganzes Thema für sich selbst, warum Gott es auf diese Weise getan hat. Warum ist ein Volk geboren als Sklave? Und es ganz kurz zu sagen, die Schrift will uns sagen, wir sind alle in diese Situation geboren, bis dass die Erlösung kommt und der Herr uns herausnimmt. Und das ist der große Exodus und der große Exodus von Israel, und wir wissen auch der große Exodus in unserem persönlichen Leben, wenn wir errettet geworden sind. Und ich kann das immer bezeugen in meinem eigenen Leben, dass es ein gewaltiges Exodus war. Ja, als Jude ist das schon etwas ganz extrem, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, an Yeshua kommen. Da müssen wir vieles verlassen, nicht unseren Gott. Wir kommen zu ihm und auch in Wirklichkeit nicht unserem Volk, weil in der Zukunft wird unser ganzes Volk diesen Exodus machen. Aber wir müssen doch in diesem Leben einen Exodus machen. Ich kann bezeugen in meinem Leben, wir haben zum Beispiel in Israel, haben wir viele Familien, die sind alle orthodoxe Juden. Für sie existieren wir überhaupt nicht. Für meinen Bruder und für mich, wir existieren nicht. Das einzige Mal, dass ich sie jetzt gesehen habe, nach fast 40 Jahren oder so, das erste Mal war, als unsere Mutter gestorben ist. Dann habe ich manche von ihnen gesehen.
Obwohl ich habe sie nicht erkannt, weil ich habe sie manche als Kinder gesehen. Und jetzt waren sie, ja, nicht nur erwachsen, hatten schon Enkelkinder. Also, der Exodus ist etwas, wir sehen in, mit Israel auch, also der Exodus von Ägypten, dass es nicht eine leichte Sache war. Gott musste die Götter Ägyptens richten, bis dass es so weit war, dass der König Ägypten bereit war, das Volk frei zu lassen. Bis zu diesem Augenblick hatte er immer seine Meinung geändert. Er sagte, ja, zieht aus, und dann sagte er, nein, ihr müsst bleiben. Bis am Ende, und auch am Ende, nachdem sie rausgekommen sind, sind die Ägypter ihnen nachgegangen, aber Gott hat einen Stopp gemacht, dass sie im Schilfmeer hineingegangen sind und zugedeckt mit Wasser und sind ertrunken. Das war der gewaltige Exodus, von dem wir alle wissen. Aber wir haben auch noch mehrere Exodusse und wir haben den Exodus von Babylon, von dem Jeremia prophezeit hat, nachdem die Kinder Israels in der Knechtschaft waren, 70 Jahre in Babylon. Da sind sie rausgekommen und sind zurückgekommen, also einen Überrest kann man sagen, sind zurückgekommen nach Jerusalem. Alles war völlig zerstört und fingen von neu an, die Stadt aufzubauen, aber zuerst den Tempel. Der Tempel war der Mittelpunkt, das Allerwichtigste, weil es das Haus Gottes war. Und so sehen wir auch wieder einen großen Exodus. Und wenn wir hineinschauen in unsere Zeit, und ich denke, es ist wichtig, dass wir das so sehen, dass die Gründung von dem Staat Israel heute hat zu tun auch mit einem gewaltigen Exodus. Und das kann man nicht politisch oder menschlich erklären. Manche würden es tun, aber es stimmt einfach nicht. Wenn wir nachdenken, ein Volk, das in der Zerstreuung war, fast 2000 Jahre, dass das Volk noch existiert, mit all die Versuche, dass es gegeben hat, dieses Volk zu vernichten. Ob es die Pogrome waren oder ob es durch das Christentum geschehen ist, in der Inquisition oder die viele andere Verfolgung, das Volk existiert denn noch, weil Gott seine Hand über diesen Volk gehalten hat und weil er Verheißungen gegeben hat. Aber das Allerwichtigste ist, dass sein Name verbunden ist mit diesem Volk. Das ist das Wichtige. Was mit Israel geschieht, reflektiert etwas über unseren Gott und seinen Wort. Ist er ein Gott, der sein Wort hält? Ist er ein Gott, der sein Wort in Erfüllung bringt? Wie wir gestern Abend von Robbie gehört haben, wenn wir Israel anschauen, wenn wir uns beschäftigen mit der Geschichte Israels, so sehen wir, Israel ist ein Zeuge, dass dieser Gott existiert. Dass er der wahre Gott ist, dass er der lebendige Gott ist. Und das ist das Allerwichtigste. Und das sagt der Herr in Hesekiel Kapitel 36, nicht um euren Willen, sondern es geht um meinen heiligen Namen. Und das können wir auch sagen über die Stadt Jerusalem. Es gibt so viele Ideen über, was man mit Jerusalem heute tun soll. Soll man es teilen? Und die Araber sagen, und ich sage nicht die Palästinenser, weil dieses Wort gefällt mir überhaupt nicht. Sie haben sich diesen Namen genommen, aber erstens hat es eigentlich eine negative Bedeutung, der Name Palästinenser. Die Wurzel ist Philister und es kommt von Hadrianus, der Jerusalem völlig zerstört hat und wollte auch den Namen Israel ersetzen. Er wollte nicht mehr, dass das Land Israel heißt, so hat er es Palästina genannt. Aber wir sehen, dass Gott
auf diese Stadt. Er hat auch seinen Namen auf diese Stadt Jerusalem gelegt. Und das ist das Besondere über die Stadt Jerusalem. Es ist verbunden mit dem Namen Gottes. Es wird eines Tages sein, der Ort, wo der König, der Messias, Jeshua, auf dem davidischen Thron sitzen wird und wird herrschen über die ganze Erde. Und das geht es. Wenn alle diese Diskussionen über Jerusalem, wir als gläubige Menschen, wir müssen verstehen, um was geht es wirklich? Was denkt sich der Feind? Warum dieser große Kampf? Und jetzt in diesen letzten Tagen nimmt die Sache wieder zu. Und wir wissen, es wird eines Tages so sein, dass die Nationen gegen Jerusalem kommen werden, wie wir in Zacharia lesen. Aber wir müssen verstehen, es geht über den Namen Gottes, dass es seine Stadt ist. Es geht über das, der Messias auf dem Thron sitzen wird in dieser Stadt. Und die ganze Wiederherstellung Israels, auch wenn wir als ein Volk noch verblendet sind, hat mit dieses zu tun. Das ist die Richtung, in die es gehen wird, weil der Herr wird sein Wort erfüllen. Er kann nicht anders tun, als sein Wort erfüllen. Und Gott hat keine Überraschung. Wir können ihn nicht überraschen mit unserer Sünde und alles, was wir tun. Was er verheißen hat, er wird es erfüllen. Er hat einen Weg, auch wenn wir den Weg nicht sehen. Und so wird diese Menorah wieder zurückkommen nach Jerusalem. Und es ist wichtig, dass wir, wenn wir ja hören über Israel, und leider ist das so, dass viele Gläubigen sehr mit den Nachrichten beeinflusst sind, weil sie nicht weitersehen, weil sie fangen an zu sehen, wie man ihnen das erzählt. Anstatt dass wir in die Schrift hineinschauen, anstatt dass der Heilige Geist uns immer auf den richtigen Weg führt und wir erkennen, um was es wirklich geht, können wir in Verführung gehen. Aber wenn wir wirklich im Geist die Sache verstehen und das Wort Gottes lesen und auch, dass der Geist das Wort Gottes für uns öffnet, dann sehen wir, was wirklich der Plan Gottes ist. Und wir haben schon, wie gesagt, teilweise erlebt diesen großen Exodus, dass von allen Nationen, wo die Juden zerstreut waren, sind Juden zurückgekommen im Lande Israel. Dass die Sprache, die hebräische Sprache, die eine liturgische Sprache war, zu einer lebendigen Sprache wieder geworden ist. Und ich denke, das kann man nicht auf einen natürlichen Weg erklären. Das ist nur etwas, das Gott tut. Sicher benutzt er die Geschichte, er ist der Gott der Geschichte, er benutzt auch die Politik, aber letztlich geht es um, was er tut, weil er regiert. Und das ist für uns ein gewaltiges Zeichen in unserer Zeit. Diesen Exodus, und wir erinnern uns auf diesen einen Schiff, der hieß Exodus, mit den Überlebenden vom Holocaust, die damals zurückgekommen sind. Und es gibt immer einen Widerstand, weil der Feind will nicht, dass der Plan Gottes in Erfüllung kommt. Aber ich denke, wenn wir verstehen, dass Gott handelt auf diese Weise in der Heilsgeschichte und auch in der modernen Geschichte, dass auch Anfang Erfüllung ist von die letzten Prophezeiungen im Alten Testament, so können wir auch erwarten, dass in der Zukunft Gott weiter auf diesem Weg handeln wird. Und die Frage ist, was bleibt noch zurück? Was wird Gott noch tun? Vieles ist uns verborgen, aber wir können auch manches aus der Schrift erkennen, auch aus der Geschichte. Ich denke, es gibt noch drei Exodusse, die kommen werden. Das erste hat zu tun mit Israel.
Und welche Exodus können wir noch erwarten innerhalb Israel? Wenn ich sage Exodus, meine ich nicht, dass Israel wieder in der Zerstreuung geht und dann wieder zurückkommt im Land. Es geht um einen geistlichen Exodus. Wir wissen, dass vom Anfang an die Mehrheit in Israel haben den Messias nicht angenommen. Auch wenn wir müssen uns immer erinnern, dass die Urgemeinde eine jüdische Gemeinde war und dass die Apostel Juden waren und dass sie noch als Juden gelebt haben. Das sollen wir nicht vergessen. Das hat die Kirche leider ganz vergessen. Aber es gab bis zu diesem Tag diesen großen Widerstand innerhalb des Volkes Israel gegen Yeshua, gegen Jesus. Das gibt es. Es ist ein Schmerz, aber es gibt das. Und andererseits gehört das auch zum Geheimnis Gottes, dass Israel noch blockiert ist. Wenn wir die Heilsgeschichte betrachten, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, sehen wir schon diesen Konflikt, dass es gegeben hat und dass die verantwortlichen Religiöse, sie waren noch nicht Rabbiner, aber die Priester und die Pharisäer mehr oder weniger Nein gesagt haben zu Jesus und haben auch die Apostel gestraft. Und wir erinnern uns auch, dass im Jahre 90 in Javne, ein Ort, der heißt Javne, heißt noch immer Javne, dass man dort die Sanhedrin beschlossen haben, dass die Juden, die an Jesus glauben, außerhalb dem Lager stehen. Sie gehören nicht zu uns. Wenn sie getauft sind, wenn sie wirklich glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und Gott der Mensch geworden ist, dann gehören sie nicht zu uns. Das ist auch damals geschehen. Diese Tradition ist weiter gegangen. Sie ist mehr als eine Tradition, weil sie ist ganz tief hineinverwurzelt in das rabbinische Judentum. Und jetzt möchte ich nicht sagen, dass alles im rabbinischen Judentum nicht gut ist. Es gibt vieles, wenn man das jüdische Gebetsbuch liest, sieht man vieles, das sehr positiv und gut ist. Die Auferstehung der Toten, ein Gott, der barmherzig ist, ein Gott, der die Sünden vergibt. Es gibt vieles, aber die große Blockierung ist gegen Yeshua, ist gegen Jesus. Und das ist das Allerwichtigste. So, das kommt von jüdischer Seite. Und dann sehen wir, wie sich die christliche Tradition oder die christliche Kirche sich entwickelt hat. Wir sehen, dass die Kirchenväter, als sie gesehen haben, dass der Tempel zerstört ist und dass die Juden in der Zerstreuung gingen, haben Schritt für Schritt eine Theologie entwickelt, die gesagt hat, also die Juden sind nicht mehr das Volk Gottes. Sie gehören nicht mehr zur Heilsgeschichte. Wir sind es jetzt. Die Kirche oder die Gemeinde aus den Nationen, wir sind da anstelle der Juden. Und so die Juden, die stehen draußen. Und diese Wurzeln stecken noch tief innerhalb des Christentums. Ich meine, die Mehrheit, die Christen, auch wenn es nicht ganz bewusst ist, diese Wurzel steckt noch immer ganz tief. Und neulich war dieser N.T. Wright hier in der Schweiz, ein sehr bekannter Theolog. Er hat seine eigene Version von Ersatztheologie. Ist etwas anders als das traditionelle Ersatztheologie, aber zuletzt ist es vielleicht noch mehr gefährlich als die normale Ersatztheologie. Also, das ist von christlicher Seite, wie sich die Sache entwickelt hat. Und deshalb gibt es einen Schleier über die Augen des Volkes Israel in Bezug auf Yeshua. Aber unsere ganze Zukunft, von der die Propheten gesehen haben, verbunden ist mit das wir erkennen, dass Yeshua unser König ist, unser Herr, unser Messias, unser Erlöser. Und das hat Paulus verstanden, auch wenn er über dieses Geheimnis gesprochen hat.
Er hat, wenn er über den Ölbaum gesprochen hat, hat er gesagt, er redete über den kultivierten Ölbaum, er sagte, manche Äste sind abgebrochen, Gott hat von einem wilden Ölbaum Ästen eingefroren, aber Gott vermag, sie wieder in ihren eigenen Baum wieder einzufroren. Eigenen Baum ist messianisch. Und das wird sagen, die Zukunft Israels ist messianisch. Alles, was die Propheten gesehen haben, kann nicht ganz in Erfüllung kommen, ohne dass wir den Messias erkennen. Und das hat Jesus auch gesagt. Er sagte, ihr werdet mich nicht sehen, bis dass ihr sagt, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt. So, das ist dieser gewaltige Exodus, der noch geistlich geschehen muss in Israel. Heraus von dieser Blockierung, von dieser Vorurteile, von dieser Dunkelheit in Bezug auf Yeshua. Er wird leider noch immer in Israel Yeshu genannt. Und wenn Sie zu mir kommen und reden über Yeshu, sage ich zu meinen Brüdern in Israel, aber so einen Namen gibt es nicht. Erzählen wir von noch einer Person, die Yeshu heißt. Das gibt es nicht. Aber er heißt Yeshua. Es ist nur ein Buchstabe. Aber dieser eine Buchstabe macht den ganzen Unterschied. Weil Yeshua hat zu tun mit Erlösung. Yeshua ist Erlöser. Und er heißt Yeshua. Er ist der Erlöser. Und es ist nur ein Buchstabe. Aber es ist ganz gewaltig. Das ist dieser Exodus, der noch kommen wird. Wir sehen den Anfang, denn das ist messianische Gemeinde heute gibt. Aber wir sind nur den Anfang. Es muss noch etwas Nationales geschehen. Und wenn das geschieht, Paulus hat gesehen, es wird geschehen. Und wenn das geschieht, sagt Paulus, es wird sein die Leben aus dem Tod. Für Israel und für die Nationen, für die Christen und für die ganze Menschheit. Weil Israel ist, Gott hat dieses kleine Volk erwählt, aber es ist irgendwie ein Mittelpunkt in den ganzen Plan Gottes. Es ist nicht nur noch ein Thema unter vielen Themen. Es ist ein Mittelpunkt. Und es ist ganz wichtig, dass wir das begreifen, weil Gott handelt durch dieses Volk und das sehen wir heute. Wir sehen heute, jeder konzentriert sich auf diesen winzigen Volk in diesem Land. Als ob es nur dieses Problem gab. Ich meine, wenn wir nur unsere Nachbarn anschauen, was in Syrien sich abspielt und was in Lebanon mit Massen von Raketen, die sie haben. Ja, ich muss nicht weiter sagen, aber man konzentriert sich auf diesen kleinen Volk. Und Washington ist ganz beschäftigt mit diesem kleinen Volk. Warum kann man das? Wie kann man das erklären? Es ist nicht etwas Natürliches, es ist etwas Übernatürliches im negativen Sinn, weil Gott diesen Volk erwählt hat, weil es geht um seinen heiligen Namen, weil es geht um das, dass Gott zeigen wird, ich bin Gott, ich bin der König, ich herrsche und alle können machen, was sie wollen. Der Islam kann bedrohen und alles tun, was es will, aber zuletzt sitzt er auf dem Thron. Amen. Das ist die Wirklichkeit, das ist die Wahrheit und das ist das Alpha und das ist das Omega. Amen. Und das wird offenbar werden. So, das ist ein Exodus, der noch kommen wird. Also wir wollen auch auf manche prophetische Worte schauen im Alten Testament, die über diese messianische Zeit uns vieles sagen. Bevor dass ich es lese, denke ich, dass es wichtig ist zu sagen, ja, wenn man in der Ersatztheologie glaubt, das wird sagen, es ist vorbei mit Israel, wie kann man dann das prophetische Wort lesen und erklären? Wie hat die Kirche das getan? Ich kann mich erinnern, vor vielleicht 13, 14 Jahre war ich in Rom zusammen mit anderen messianischen Gläubigen und wir sprachen mit manchen Katholiken und fingen an, über das prophetische Wort zu sprechen.
Und dann sagte einer, der Priester war, aber wir haben das ganz anders gelernt, habe ich gefragt, wie? Und dann hat er gesagt, wir haben gelernt, dass wir diese Worte im Alten Testament nur allegorisch verstehen. Allegorisch meint nicht buchstäblich, wir verstehen es im Geist. Das wird sagen, es ist nicht wirklich, was es sagt. Es hat eine geistliche Bedeutung und das ist auch wahr. Es hat eine geistliche Bedeutung. Aber wir wissen, dass etwas ganz Wichtiges im Alten Testament oder im Ersten Testament, wie man es nennen will, und im Neuen Testament, haben wir zu tun, dass das Geistliche und das Fleischliche eins wird. Das wird sagen, das Wort dafür ist Inkarnation. Und das sehen wir bei Jesus. Ganz vollkommen. Gott ist Mensch geworden. Also der ewige Gott, den wir nicht sehen, der im Himmel ist, er ist heruntergekommen und ist Mensch geworden. Und das ist das Zeugnis von der Apostel, dass er Mensch geworden ist. Und sie erzählen uns in die vier Evangelien, was da geschehen ist. Das hat zu tun mit Inkarnation und mit Israel. Israel hat zu tun mit Inkarnation. Es war immer der Wille Gottes, dass sein Reich offenbar wird auf dieser Erde. Das war sein Wille auch mit Israel, auch wenn Israel immer einen verkehrten Weg gegangen ist oder zumeist einen verkehrten Weg gegangen ist. Das sehen wir im Buch Samuel, dass als Israel ein menschlicher König wollte, sagte Gott zuletzt zu Samuel, sie verachten dich nicht, sondern sie verachten mich. Ich wollte König über sie sein. Und als Jesus kommt, kommt er als der König. So dass Inkarnation so, so wichtig ist. So dass wenn wir das prophetische Wort lesen, auch wenn es manches Mal nicht so leicht ist zu verstehen, müssen wir verstehen, dass die Propheten, wenn sie prophezeit haben, haben sie gedacht über eine Zeit, wo das Wort, das sie empfangen haben von Gott, in Erfüllung kommen wird. Buchstäblich. Das wollte ich sagen und jetzt möchte ich nur manche Verse lesen aus den Propheten. Es gibt viele, aber nur manche als Beispiel. Das erste kommt aus Jesaja Kapitel 2 und die ersten vier Verse. Das Wort des Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Und es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erheben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Gerade das Gegenteil von was wir heute in der Welt erleben. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermesser. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Haus Jakob, kommt, lass uns im Licht des Herrn leben. Das wird oft in der UNO zitiert, diese Verse, aber die UNO wird es nicht erfüllen. Es wird nur geschehen, wenn der Herr es erfüllt durch seinen König, der Messias. Und das hat mit der Zukunft Israels zu tun. Aber ohne den Messias kann dieses Wort nicht in Erfüllung gehen. Und dann auch aus Jesaja 35 und die Verse 8 bis 10. Und dort wird eine Straße sein und ein Weg. Und er wird
der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein, wer auf den Weg geht, selbst. Einfältige werden nicht ihre gehen, kein Löwe wird dort sein und kein reißendes Tier wird auf ihn hinaufgehen, noch dort gefunden werden, sondern die Erlösten werden darauf gehen. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen. Mit Jubel und ewige Freude wird über ihren Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Ja, das müssen wir geistlich verstehen, aber wir sollen es auch buchstäblich verstehen. So wird es in Erfüllung gehen. Und dann aus Jeremia 3, Verse 15 bis 17. Und ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen, und sie werden euch weiden mit Erkenntnis und Verstand. Und es wird geschehen, wenn ihr euch im Lande vermehrt und fruchtbar seid, in jenen Tagen, spricht der Herr, wird man nicht mehr sagen, die Bundeslade des Herrn, und sie wird keinen mehr in den Sinne kommen, und man wird nicht mehr an sie denken, noch sie suchen, und sie werden nicht wieder hergestellt werden. In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen, und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln, wegen des Namens des Herrn in Jerusalem. Also warum wird man nicht mehr die Bundeslade suchen? Weil die Bundeslade war im Alten Testament, im Alten Bund, das Symbol auch für den Thron des Herrn. Und jetzt wird das buchstäblich sein, der Herr wird entthront sein in Jerusalem. Und dann wollen wir aus Jeremia 23, die Verse 5 und 6, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit, oder im Hebräischen Yahweh, der heilige Name Gottes, unsere Gerechtigkeit. Das wird sagen, der König wird selbst Gott sein und der König wird der Messias Yeshua sein, der auf dem Thron sitzen wird. Und noch einen Vers, der ähnlich ist, aus Jeremia 33, die Verse 15 und 16. In jenen Tagen wird Juda gerettet und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Und das wird sein Name sein, also der Name, die Stadt ist hier gemeint. Im Hebräischen ist es klar, im Deutschen ist es nicht so klar. Der Name der Stadt, mit dem man es benennt. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Yahweh, unsere Gerechtigkeit. Weil der König wird regieren aus dieser Stadt, wird die Stadt auch denselben Namen empfangen wie der König selbst. Der Herr, Yahweh, unsere Gerechtigkeit. Das sind Dinge, die ganz buchstäblich in Erfüllung kommen, wenn unser Herr wiederkommt. Wenn man die Bibel einfach liest, wie es steht, da kann man nie zu dem Beschluss kommen, dass die Ersatztheologie etwas zu sagen hat. Der zweite, oder ja, also verbunden mit diesem ersten Exodus und Hereinkommen, ist die Kirche oder die Ekklesia, die Gemeinde. Wir wissen nicht, wir reden oft über die Einheit. Es hat durch die sogenannte ökumenische Bewegung viele Versuche gemacht zur Einheit. Und es gibt viele Versuche jetzt. Der Papst versucht es auch und hat manche charismatische Leiter eingeladen nach dem Vatikan. Und man probiert, aber irgendwie sieht man, dass es auf diesen Weg nicht kommen wird. Auch wenn es diese Versuche gibt. Aber Jesus hat doch dafür gebetet, dass wir eins werden. Und da meinte er, alle, die zu ihm gehören. Nicht nur alle, die sich Christen nennen, sondern alle, die zu ihm gehören. Alle, die Buße getan haben,
getauft sind, neugeboren sind vom Geist. Das ist die Gemeinde weltweit. Und sie befinden sich in all die verschiedenen Strömungen. Der Versuch, die große Kirche zusammenzubringen in der Einheit, das ist nicht im Plan Gottes. Im Plan Gottes hat es zu tun mit solchen, die zu ihm gehören. Das müssen wir verstehen. Und Gott weiß, wer sie sind. Wir müssen nicht alles wissen. Aber solche, die zu ihm gehören, die wird er zusammenbringen in der Einheit. Und das ist die Brautgemeinde und sie besteht aus Gläubigen aus von überall. Ein Schlüssel, dieses zu verstehen, wie die Einheit kommen wird, auch wenn manches ist uns noch ganz verborgen. Und es ist gut, dass es bleibt verborgen. Wir sehen in der Offenbarung, im Kapitel 10, dass Johannes diesen gewaltigen Engel sieht und er hat einen Regenbogen über sich und er strahlt wie die Sonne und einen Fuß hat er auf dem Meer und einen Fuß auf dem Land. Und das bedeutet, dass er eine Botschaft hat für die ganze Erde. Mit einem Fuß auf dem Meer und einem Fuß auf dem Land, das bedeutet, es ist etwas Globales. Und da gibt es diese sieben Donner und er hat eine Stimme wie ein Löwe, der brüllt. Und die sieben Donner sagen etwas. Johannes will es aufschreiben, dass wir es könnten lesen, aber der Herr sagt nein, schreibe es nicht auf. Das wird sagen, er hat etwas empfangen von Gott, das ein Geheimnis geblieben ist. Und wir können die Frage stellen und ich kann nur die Antwort geben, so wie ich es verstehe. Ich verstehe, dass manches Mal will Gott, dass etwas ein Geheimnis bleibt. Warum? Weil wenn es alles offenbart ist, wird der Feind alles tun, dieses kaputt zu machen. Aber wenn er nicht davon weiß, dann kann er nichts tun. Ich erinnere mich immer im Militär, im israelischen Militär, da gab es einen, so zwei Worte, Schmosot, das meint, bewahre das Geheimnis. Das wird sagen, wenn man etwas weiß, das ein Geheimnis ist, rede nicht darüber, weil es kann sein, dass es Spionen gibt, die werden es hören und dann kann der Feind etwas tun. Und ich denke, das ist derselbe Prinzip hier, von denen wir lesen. Aber wir lesen auch, dass im selben Kapitel, in Vers 7, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein. Und das ist das Geheimnis, das Johannes nicht schreiben dürfte. Wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, als Vorbotschaft verkündigt hat. Ich denke, dass das große Geheimnis ist die Vollendung der Gemeinde und die Vollendung der Braut. Also, was wissen wir doch? Was können wir doch verstehen aus der Schrift, auch wenn vieles uns noch verborgen ist? Wenn wir zurückschauen zum Beispiel in Kapitel 11 im Römerbrief, so hat Paulus etwas verstanden, das er zu der Gemeinde in Rom sagt. Und dieses Kapitel ist zu uns meisten bekannt. Und er gibt das Beispiel von dem Ölbaum. Aber das Wichtige ist in diesem Ölbaum, dass alle Äste von dem wilden Ölbaum und dann zuletzt auch von dem edlen Ölbaum wieder eingepfropft werden in diesen einen Ölbaum. Das wird sagen, der Ölbaum, wenn er vollkommen ist, ist ein grafisches Bild von der Einheit der Gemeinde. Was will das uns sagen? Paulus redet über die Fülle der Nationen und oft wird das erklärt, die Vollzahl der Nationen. Ich sehe es als etwas anderes. Ich sehe es als die Fülle der Zeit der Nationen, weil das Wort die Fülle wird auch in den Galaterbrief in Kapitel 4 benutzt. Wenn Paulus redet über die Fülle der Zeit, ist der Messias gekommen. So, ich verstehe, dass in die Fülle der Zeit, dann wird die Fülle der Zeit der Nationen, wird ganz Israel gerettet werden. Also, wenn Israel gerettet wird, sagen wir als Nation oder der heilige Überrest aus Israel, da steht der Ölbaum wieder da.
Und in diesen Ölbaum sind alle Äste eingepfropft. Das wird sagen, in diesem Ölbaum finden wir die Einheit. Sicher finden wir die Einheit in Jesus, das ist klar. Aber als Volk Gottes auf dieser Erde finden wir die Einheit innerhalb den Ölbaum. Und wir sehen schon Zeichen, dass der Ölbaum wieder darstellt, auch wenn er noch immer sehr klein ist. Und das ist die messianische Gemeinde. Sie ist wieder da. Nach fast 2000 Jahren ist sie da. Sie ist noch nicht stark genug, dass man alle Äste einpfropfen kann in diesen Baum und auch die abgebrochenen. Aber etwas ist schon da. Und ich denke, das hat zu tun mit dieses Geheimnis der Einheit der globalen Gemeinde, die aus Juden und Nationen besteht, die in einem Baum drinnen stehen. Aber da muss irgendwann ein Exodus geschehen. Nicht einen menschlichen Exodus, wie wir oft in der Geschichte der Kirche erleben, wie es irgendwie Missverständnisse gegeben hat oder ein Teil eine Offenbarung bekommen hat und die andere Seite gesagt hat, nein, das wollen wir nicht. Und so hat man sich getrennt und hat eine neue Konfession gegründet. Und heute gibt es Tausenden von Konfessionen im Christentum. Das ist nicht der letzte Exodus. Es muss etwas Göttliches sein. Es muss etwas sein, das aus dem Himmel kommt, wo der Herr sein Volk sammelt, aus allen Richtungen. Und viele Christen haben den Gedanken, das wird erst im Himmel geschehen. Aber ich bin nicht dieser Meinung, weil ich denke, der Herr will es, dass es doch hier auf Erden geschieht. Und Jesus kommt für seine Frau. Das wird sagen, sie hat sich vorbereitet. Für mich ist das etwas sehr, sehr Wichtiges. Aber wie Gott das tun wird, das wissen wir nicht. Aber, dass er es tun wird, ist sehr, sehr wichtig. Und das kann nur geschehen, und das lesen wir auch, wenn wir in der Offenbarung lesen, in Kapitel 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfängt. Ein wichtiges Bild im Alten Testament ist das Geschehen auf dem Karmelberg, von dem ich schon hier gesprochen habe. Wenn Elia hinaufgegangen ist auf den Karmelberg, wie war es damals? Wir lesen, dass das Volk Israel einen Fuß bei Gott gehabt hat und einen Fuß war bei Baal. Es war eine Mischung von der Glaube Israels und dem Baalkult, das etwas ganz Schreckliches war. Und Elia hatte den Ruf, etwas zu trennen. Und so sagte er, baut zwei Altäre, hat hunderte von den Priestern von Baal versammelt und er hat einen Altar gebaut. Und erst haben die Baalpriester rumgetanzt und sich beschnitten und nichts ist geschehen. Das Feuer ist nicht gefallen. Und dann Elia baut diesen Altar mit 12 Steinen, Repräsentant für die Ganzheit des Volkes Israel. Und das Feuer ist vom Himmel gefallen auf den Altar und hat alles verzehrt. Und dann lesen wir, dass das Volk auf ihre Knien gefallen sind und haben gesagt, der Herr, er ist Gott. Der Herr, er ist Gott. Bei Gott gibt es keine Mischung, weil er ein heiliger Gott ist. Wir müssen das verstehen. Heute sehen wir mehr Mischung in den Kirchen, wie ich denke, wie es jemals gesehen habe. Heute redet man in manchen Kirchen über die Ehe von zwei von demselben Geschlecht. Ob sie zwei Männer sind oder zwei Frauen. Ja, wir verstehen das heute anders, als man das früher verstanden hat. Das wird normalisiert in unserer Zeit, sodass wir nicht mehr uns ein wenig erschrecken. Das ist so. Das geschieht in der Gesellschaft, überall und es geschieht in den Kirchen. Und es gibt noch mehrere Sachen in die Kirchen, die hineingekommen sind. Es ist eine Mischung.
Ja, es ist die Kirche Jesu, aber wir leben in die moderne Zeit. Wir sehen die Sachen ganz anders, als man damals es gesehen hat. Was Paulus Sünde genannt hat, das nennen wir nicht mehr Sünde. Wir sind moderne Menschen. Der Humanismus kommt ein wenig hinein. Wir sind tolerant. Ja, wir sollen barmherzig sein. Ja, wir sollen wirklich die Liebe Gottes offenbaren. Aber die Liebe Gottes ist rein und heilig. Und das erinnern wir uns als Jesaja in Kapitel 6 in den Himmel hinaufgekommen ist. Und er hat den Herrn gesehen. Und er hat gesagt, ich bin ein Mann und meine Lippen sind unrein. Und der Herr hat ihn dann gereinigt. Weil er hat die Heiligkeit Gottes erlebt. Das ist ein Punkt, das in der Bibel so wichtig ist, dass Gott ein heiliger Gott ist. Deshalb brauchen wir Erlösung. Wenn wir vor einem heiligen Gott stehen wollen, können wir nicht in unserer eigenen Gerechtigkeit vor ihm stehen. Er muss uns gerecht machen. Und das hat er getan durch Yeshua, durch Jesus. Deshalb kommen wir zurück zu Gott. Aber heute gibt es Mischung. Und wie Gott die Trennung machen wird, das wissen wir nicht. Aber es ist ähnlich wie die Zeit von Elia. Und es wird eine Trennung geben, eine göttliche Trennung. Und Gott wird trennen zwischen das Heilige und das Unreine. Und solche, die zu seiner Braut gehören, die sind in Weiß gekleidet, nicht befleckt. So, sie sind heilig. Er hat sie heilig gemacht. Und das hat zu tun mit diesem letzten Exodus, der geschehen wird. Und wie gesagt, es bleibt uns verborgen wie. Aber wir können manches sehen, es hat zu tun mit der Erlösung Israels. Es hat zu tun mit diesem Ölbaum, dass er wieder da ist. Es hat zu tun mit dem, dass alle Äste wieder eingepfropft werden aus den Nationen und aus Israel. Und dass der Baum ganz eine Ganzheit darstellt. Und das ist auch wichtig für uns zu begreifen, weil die Ganzheit hat zu tun mit das Bild Gottes. Wenn wir wirklich das Angesicht Gottes sehen wollen, in die Person von Jesus Christus, von Yeshua HaMashiach, da muss die Gemeinde, die Brautgemeinde, bestehen aus diesen zwei Teilen der Menschheit. Israel und die Nationen. Und die Nationen, die dazugekommen sind und eingefropft sind. Und so war es auch in der Geschichte. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wie ist es geschehen? Erst gab es die Gemeinde in Jerusalem. Sie war eine jüdische Gemeinde. Dann lesen wir, wie Petrus die Offenbarung bekommen hat in Jaffa über die Nationen, dass Gott sie auch geheiligt hat. Und dann lesen wir über Paulus, der den Auftrag bekommen hat, Apostel der Nationen zu sein. Und dann war die Frage in Jerusalem, wo war sie, die Muttergemeinde war, was machen wir mit die aus den Nationen? Sollen sie konvertieren zum Judentum? Können sie überhaupt dazukommen? Und dann hat man gesagt, ja, die Erlösung, sie ist universal. Sie ist für die ganze Menschheit, weil alle Menschen sind gefallen und alle Menschen sind im Bilde Gottes geschaffen, ursprünglich. Und so hat man verstanden, wie die aus den Nationen dazu kommen. Und Paulus gibt uns das Bild, dazu kommen bedeutet eingefroren. Bürgerrecht Israels bekommen, wie es in den Epheserbrief steht. Also das ist ein Schlüssel für uns. Und deshalb, wenn man redet über die Einheit und hat überhaupt keinen Blick für Israel oder die messianische Gemeinde, da fehlt der Schlüssel. Ja. Und es wird nicht geschehen. Es wird nicht geschehen. Aber der Herr hat einen Weg und einen Plan, wie er diese universale Gemeinde vollenden wird. Und wieder ist es wichtig, dass wir Gott so begreifen, dass er ein Vollender ist. Das ist im Schöpfungsbericht ganz deutlich. Er hat angefangen, 6 Tage, am 7. Tag ruhte er, weil er gesehen hat, alles, was er geschaffen hat, sehr gut war. Und so ist es auch in der Geschichte. In der Geschichte, am Ende wird Gott sehen,
es ist sehr gut, wenn er diese Brautgemeinde hat und wenn Jesus seine Braut hat und wenn es diese Hochzeit geben wird, dann wird Gott sagen, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Er hat erreicht alles, was in seinem Herzen war, und alles ist erfüllt in die Erlösung von Yeshua HaMashiach, von Jesus Christus. Also das ist, wie ich diese zweite Exodus verstehe. Und dann, denke ich, gibt es noch ein drittes. Und das hat zu tun mit den Nationen, die noch nicht gläubig sind. Wir reden noch oft über eine letzte Erweckung in die Welt. Wie können wir das verstehen? Und da, denke ich, ist das noch immer ein Geheimnis. Aber ich denke, da haben wir auch manches, das wir schon sehen können aus der Schrift. Zum Beispiel, wir sehen aus der Offenbarung in Kapitel 7 die Besiedlung von die 12 Stämmen Israel, die 144.000. Sie werden besiegelt. Sie sind eine Darstellung von etwas ganz Besonderes. Nämlich, sie sind die Erstlinge aus Israel, aber sie haben auch einen Auftrag. Und dann sehen wir in demselben Kapitel, das ist im Vers 9, nach diesen sah ich und sie eine große Volksmenge, die niemand zählen könnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen und so weiter. So dass wir in diesem Kapitel zwar wieder diese zwei Teile sehen. Wir sehen den Teil aus Israel, die 144.000, und wir sehen einen Teil aus einer Volksmenge aus alle Nationen, die man überhaupt nicht zählen kann. Das wird sagen, eine gewaltige Zahl. Gibt es eine Verbindung zwischen diesem ersten Teil und diesem zweiten Teil? Das ist eine Frage. Wenn wir in Kapitel 14 lesen, so lesen wir wieder über die 144.000. Also manche Gläubigen sagen, das sind zwei verschiedene Gruppen. Die eine sind aus Israel, die andere aus den Nationen. Ich sehe es nicht so. Ich sehe, es ist eine andere Beschreibung von dieselben Gruppe. Im Kapitel 7 sehen wir, wer sie sind, von welchen Stämme sie kommen. Die Zahl 12 ist sehr wichtig da, weil es gab 12 Stämme. Und in Kapitel 14 sehen wir ihr Wesen. Sie sind rein. Sie singen ein neues Lied, das nur sie singen können. Also wir erkennen etwas über ihren Wesen. Und dann das zweite Teil von Kapitel 14 lesen wir, und ich lese von Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben im Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Und jede Nation und jeder Stamm und jede Sprache und jeden Volk. So sehen wir wieder diese zwei Teile, die 144.000 aus Israel und die aus den Nationen. Also wie werden die zwei verbunden? Und ich denke, wir haben einen Schlüssel am Ende der Offenbarung, weil am Ende der Offenbarung in Kapitel 21, der Vers 12, ich lese von 11. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jasperstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore. Und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die 12 Stämme der Söhne Israels sind. Und dann in Vers 24, und die Nationen werden in ihren Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird nicht dort sein.
und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Wir sehen die 12 Tore und jeder Tor hat den Namen von einem von den Stämmen Israels. Alle Nationen müssen durch diese Tore gehen, hineinzukommen in die heilige Stadt. Das wird sagen, es gibt eine Verbindung zwischen die 12 Stämme und die Nationen hineinkommen durch die 12 Stämme. Man kann in die heilige Stadt nicht hineinkommen, nur wenn man durch den einen von den Toren geht. Und so denke ich, gibt es diese Verbindung zwischen die 144.000, das kommt vorher an, aber das, was wir am Ende lesen, hilft uns zu verstehen. Und die Erlösung, die letzte, was wir nennen, die letzte große Erweckung, die geschehen wird, wo man die Zahl überhaupt nicht mehr zählen kann. Das hat zu tun mit dieser Schar, diese Erstlinge aus Israel, die werden irgendwie Tore sein. Die werden einen Auftrag haben, diese alle hineinzubringen in den Heil, in Jesus Christus. Und das verstehe ich als der letzte Exodus, der dritte Exodus. So dass das Thema Exodus und Hineinkommen ist ein ganz zentrales Thema und es ist die Art und Weise, wie Gott handelt in der Heilsgeschichte. So handelt er und das ist ein Schlüssel, für mich auf jeden Fall ist es ein Schlüssel geworden, zu verstehen, dass Gott noch Exodus geben wird und auf diese Weise wird er seinen Plan erfüllen.